Hallo meine Pokéfreunde, Pokénenten, willkommen zu einer weiteren brandneuen Folge von Pokémon Blau. Wir sind mal wieder hier in der MS Anne oder MS Ain. Ich sag dazu MS Anne, damit ich euch triggern kann. Muhaha, wir gehen in den nächsten Kampf. Boom. Ja, beste Überleitung, ich weiß. Was magst du lieber, starke oder seltene Pokémon? Ich mag beides gleich. Was stellst du für Fragen? Gentleman möchte kämpfen mit einem Fukano. Das haben wir noch nicht gesehen, glaube ich. Und es sieht echt gut, das Sprite sieht echt gut aus, finde ich. Aber das Kröte wird dich zerstören. Die Folge war nicht mehr eine halbe Minute lang. Und schon war der Anfang richtig strange. War aber die beste Überleitung, die ich jemals hatte, ich weiß. Sander und Skröte halten Level. Ponita haben wir auch noch nicht gehabt. Was ist denn los? Oh, Ponita sieht genauso aus, wie ich es mir vorstelle. Ein Pferd. Oder das ist ein Pony. Die Weiterentwicklung ist ein Pferd. Pony mit Feuer. Das ist ein brennendes Pony. Die Weiterentwicklung ist einfach ein brennendes Pferd. Level 28. Cool. Ich glaube, Schiller lernt auch ab Totok oder so. Eine neue Attacke oder so. Hashtag oder so. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Wow. Dankeschön. Und du möchtest auch noch kämpfen? Gerne. Wo warst du, als die Party lief? Tut mir leid, ich musste halt noch ein paar Pokémon-Trainer-Kämpfe machen und ja. Habe ich halt so ein bisschen verpasst, ne? Radfratz. Kennt doch jeder. Schlitzer, komm, test mir mal ein bisschen Schlitzer aus. Du mit deinem. Schlag braucht niemand. Reigner zerschnitzelt dich tot. Wir sind mittlerweile schon in der 13. Folge. Und wir haben noch nicht. Also jetzt gerade, wo ich es aufnehme. Also jetzt. Im Moment. Hier haben wir noch. Und Pikachu, lol. Haben wir ja noch keinen. Dritten Orden. Den kriegen wir aber noch diese Folge, glaubt mir. Und zumindest arbeite ich mich selber darauf hin. Den schon zu bekommen, ich habe einfach keine Rüstung, okay? Okay. Dann einen Rüstung. Ich dachte einige, nicht einen. Ich muss mal mein Deutsch auf die Reihe bekommen. Mit dem frischen Duden. Spaß. Pikachu! Ist schlecht. Also, zumindest die Gegner hier. Mach mal langsam! Du wolltest doch gegen mich kämpfen. Sonnebonbon! Die Sonnebonbon vergeben wir, glaube ich, ganz, ganz spät im Spiel, weiß ich nicht wann. Wollt nicht kämpfen? Hast du die Safari-Zone in Fuxana City schon besucht? Es gibt dort sehr seltene Pokémon. Ja, das vergessen wir mal lieber, weil ich hasse das. Mein Papa war mit mir in der Safari-Zone. Es war aufregend. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist es nicht. Der Kapitän war kreidebleich. Er sah schlecht aus. Oh. Viele Leute werden leicht seekrank. Was willst du mir damit sagen? Was ist mit dem Kapitän? Wir werden es herausfinden, aber zuvor. Gary! Schon wieder. Sieh an, Mike. Ich wusste, ich würde dich hier treffen. Mike, hat man dich tatsächlich eingeladen? Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Aber ich benutze die meisten nicht. Einfach nur bei Baum. Es gibt eine riesige Vielfalt an Pokémon. Versuch dein Glück in hohem Gras. Aber erstmal lass uns kämpfen. Und? Oh. Der Sprite. Kann das sein, dass der Sprite das geändert hat? Oder bin ich gerade nur zu blöd, um das zu checken? Auf jeden Fall sieht das Sprite cool aus. Passt zwar nicht wirklich zu Gary, aber es sieht cool aus. Taubogen. Da brauchen wir endlich Patex. Gut, Gary. Ich hoffe, du hast was drauf. Ansonsten wird es schnell langweilig. Oh, Volltreffer. Okay, vielleicht hast du noch was drauf. Ich kann auch eigentlich Wirbelwind machen. Dann kommt direkt ein anderes Pokémon von ihm, aber... Ach stimmt, der hat jetzt diese Knospen, ne? Oh, ich hab nicht gespeichert. Das könnte ein Problem werden, aber ich hab Heiltrick, also. Ja.
Sollte ich eigentlich schaffen? Nur wenn ein Pokémon besiegt ist, dann war's das. Denn ich habe noch kein bestimmtes... Also es gibt ein bestimmtes Item, damit man Pokémon wiederbeleben haben kann. Aber das haben wir noch nicht. Das kriegen wir, glaube ich, erst in der vierten Stadt oder so. Ich weiß noch nicht genau. Sander ist Level 18. Nice. Schaut auf dich. Radikal. Oh, Radikal. Wollen wir wechseln? Nee, komm. Oh Gott, ein Radikal. Wie es im Buche steht. Dann geh mal heulen in die Ecke. Rutenschlag. Rutenschlag. Wieso kann das doch Rutenschlag? Gary, enttäuschend. Mach doch mal Hyperzahn oder sowas. Wow, Gary, enttäuscht mich gerade. Patrick Level 24. Nice. Kadabra. Er hat echt ein von Kadabra, Alter. Ja, alles Grüne, komm. Das sieht irgendwie aus wie Simsala. Aber es ist ein Kadabra. Weil es nur einen Löffel in der Hand hat. Also in einer Hand hat er einen Löffel. Auf der anderen hat er nicht noch einen Löffel. Was hat er denn da? Ich sehe das nicht. Was hat er denn da in der Hand? Oder, ich verstehe das Right nicht. Wir killen ihn am besten. Dann müssen wir uns nicht mehr um ihn kümmern. Aussetzerschlug. Fehl, du Loser. Geh heulen. Ich sagte, geh heulen. Boah, Volltreffer. Nice. Trotzdem, nur mit Volltreffern kommt man nicht weiter, wenn du 10 Level unter mir bist. Das ist peinlich. Bisaknoss. Wusste ich's doch. Gut, Patex. Hilf mir gegen einen Bisaknoss. Was zum... Wie sieht bitte schon dieser Knosp aus? Seht ihr das? Erstens, es steht, was ich nicht so schlimm finde, aber es ist weird. Bring es einfach schnell um, okay? Danke. Ich will es nicht mehr in den Augen haben. This is AIDS. Ja, mach doch. Wenn du stoßt, dann bist du down. Falls ihr irgendwas im Hintergrund hört, dann ignoriert es einfach hier. Gewonnen. Gary, bist wie sonst immer eine Niete. Geh erstmal lernen. Geh in die Pokeschule. Mike, wir sind Gary. Mist. Naja, wenigstens trainierst du deine Pokémon. Das stimmt. Du machst es nämlich nicht. Ich hab extra das Du. extra ein bisschen formuliert, dass du. Ich bin gerade total draußen. Aber naja. So ist das Leben. Es soll angeblich ein großer Meister im Umgang mit dem Zerschneider an Bord sein. Aber da war nur ein sehr kranker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du solltest den alten Mann mal besuchen. Ciao. Hä? Habe ich gerade seine Textbox nicht verstanden? Okay, na egal. Auf jeden Fall, sie ist hier, der Kapitän. Aber dachten die nicht, er wäre seekrank? Naja, bevor wir mit dem reden, sitzen wir uns auf den sehr bequemen Stuhl und lesen sein Tagebuch. 1000 natürliche Hausmittel gegen Seekrankheit. Oder auch kein Tagebuch. Der Kapitän liest dieses Buch. Ist er wirklich seekrank? Bäh! Manche Dinge macht man besser nicht. Es geht mir gar nicht gut. Mike massiert den Kapitän den Rücken. Rubbel, Schrubb. Okay, das war jetzt sehr verstimmt. Oh, ich danke dir. Es geht mir schon viel besser. Möchtest du den Umgang mit dem Zerschneider lernen? Ich könnte es dir beibringen, aber mir ist so übel. Ich hab's. Nimm einfach das hier. Damit bringst du deinem Pokémon den Umgang mit dem Zerschneider ganz leicht bei. VM01, die allererste VM. Viel Glück noch, ne? Super, endlich bin ich nicht mehr so krank. Es kann losgehen. Hä? Hat er nicht gerade gesagt, er wäre noch krank? Ist er nicht mehr krank? Okay. Ist ja Pokémon-Logik. Nach einer Sekunde ist wieder nicht mehr krank. Auf jeden Fall haben wir jetzt endlich unseren Zerschneider und gehen damit in die Arena. Und wem werden wir es beibringen? Ganz klar. Eigentlich sollte das jeder wissen. Wenn nicht, dann werde ich es ja gleich sehen.
Und diesen Satz habe ich schon so oft in den Let's Play gebracht. Aber naja. Und jetzt pass mal auf, was passiert. Tschüss. Und da ist es weg. Jetzt können wir nicht mehr ins Schiff. Nie wieder. Okay, mit dem Glitch kann man da nochmal rein. Und da kann man auch ein paar Dinge erkennen. Den Glitch mache ich aber, glaube ich, nicht, weil der ein bisschen komplizierter ist. Und das sind sie auch eigentlich nicht. Da ist, was ich sagen kann, das ist ein Truck. Rechts, auf der rechten Seite ist ein Truck. Der macht aber eigentlich nichts, ist nur Deko. Viele denken, ja, da wird Mio drunter, aber ihr wisst ja jetzt, wie man Mio bekommt. Und auf der linken Seite, was ich sehr schockierend finde, das sind Steine. Das heißt, bei Steinen kommt man einfach nicht mehr weiter. So gesehen Wand. Und das Schiff geht genau auf die Steine zu. Viele haben so eine Theorie, dass der Mann kein richtiger Seefahrer ist und er hat dann alle in den Tod gesteuert. Aber meiner Meinung nach ist es einfach nur so, damit man da keine Glitches verursacht oder so. Das soll halt so zeigen, ja, bis dahin soll er fahren und dann, boom, war's das. Also bis dahin soll er halt fahren. Glaube ich, soll das nur einfach nur heißen. Das ist ja nichts Besonderes. Mein erstes Item, glaube ich, ja. VOM ist aktiviert. Sie enthält Zerschneider. Zerschneider einen Pokémon beibringen? Ja, wer kann es denn alles? Satz und Sander. Was, Sander? Okay, aber nee, Satz ist das. Lerne, noch wenn ich keine Ahnung habe, welche Attacke vergessen werden soll. Wickel? Das ist die Frage. Ich weiß nicht genau. Das ist eine sehr schwierige Frage. Es ist echt schwierig. Ich könnte natürlich Mio nehmen. Und dann wäre Mio mein Formsklave. Aber ich habe irgendwie keinen Bock auf Formsklaven in diesem Display. Vielleicht ein Rot. Sorry. Vielleicht ein Rot. Aber ich würde sagen, Wickel weg, oder? Ja, eigentlich schon. Weil Wickel ist nicht so stark. Es war eine gute Attacke. Vor allem jetzt für den Moment. Aber nee. Lieber ist der Schneider, damit wir das Pokémon haben. Ich mache jetzt Speichern. Ja. Und dann haben wir schon gehört und ja. Wie macht man das? Aktivieren? Wie benutze ich Verschneider? Okay. Es ist sehr komisch, wie man es benutzt. Man muss Pokémon gehen, Satze und dann Zerschneider. So macht man Zerschneider. Best Animation 2K20. Ja. Auf jeden Fall. Ja, frag mich nicht wieso. Ich dachte eigentlich A drücken, damit man gefragt wird, was sie machen. Und dann ja. Naja. Arena City Pokémon Arena-Leiter Major Bob. Der blitzschnelle Arena-Leiter. Ja. Der Blitz-Pokémon. Willkommen in der dritten Arena. Und Leiter Major Bob, bisherige Sieger wieder mal Gary. Hey, warte, du Champion im Spiel. Major Bob hat einen Spitznamen. Man nennt ihn den blitzschnellen Arena-Leiter. Ich habe meine Stimme ein bisschen verändert, also, ja, ist nicht so schlimm. Er ist ein Experte für Elektro-Pokémon. Vogel- und Wasser-Pokémon sind ihm hilflos ausgeliefert. Achso, er nutzt auch gern Paralyse. Major Bob ist sehr vorsichtig. Du musst ein Rätsel lösen, um ihn zu treffen. Was für ein Rätsel das ist, das müssen wir selbst herausfinden. Wir sind ein paar Trainer, die werden wir eben kämpfen. Ich mache mir eben keinen Cut, ja. Ich weiß, alle 5 Minuten mache ich einen Cut. Ja, ich weiß, Kröt. Aber egal. So, da sind wir wieder. Ich war nur eben ganz kurz weg. Also der Cut sollte eigentlich niemand auffallen, hoffentlich. Ist nicht so schlimm. Denn wir kämpfen jetzt die Arena durch. Und hoffentlich haben wir die Arena, das habe ich glaube schon. Das hier ist kein Spielplatz. Ich weiß. Ich will aber der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein fange ich sie mir. Oder schnapp ich sie mir. Denn ich kenne sie vor. Pokémon! Aber schnapp sie dir. Oh nein, das soll jetzt kein Singkonzert sein. Immer wieder ein Pikachu. Die haben hier ganz viele Pikachus auf der Arena.
Auf jeden Fall, wenn man hier Schläge genommen hat, ist man schlecht dabei. Dabei. Und mit Texo, Glumanda meine ich, nicht wirklich, also Mittel. Und Bisasam auch so Mittel, also die haben nicht wirklich eine Schwäche dagegen, aber ja, Shigi schon. Deshalb. Pikachu nochmal! Hab eigentlich gerade nichts zu erzählen, also ja. Die Pikachus, ich finde, ich muss ehrlich sagen, die alten Pikachu-Sprites finde ich viel besser als die neuen. Weil die neuen, die sind mehr so von dem neuen Anime. Und da sieht Pikachu einfach so richtig Perfect Body aus, irgendwie. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und hier ist er so ein bisschen pummeliger. So finde ich ihn auch viel süßer. Versteht ihr, was ich meine? Guck mal. Süß. Und da haben wir besiegt. Wow, du hast mich überrascht. Okay. Hallo. Ich bin ein Fliegengewicht, aber im Umgang mit Elektrizität bin ich Profi. Ich erkläre euch gleich das Rätsel. Wir sind über Mülltonnen. Ich erkläre euch gleich, wieso. Was ist das denn? Ein Rocker? Oh. Rock'n'Roll. 1999 Rock'n'Roll. 1999 ist ja Pokémon in Deutschland zumindest erschienen. Soweit meine Erinnerungen und Informationen. Also nicht Erinnerungen, also teilweise. Ich bin nicht 1999 geworden, nein. Sonst wäre ich schon ein bisschen älter. Kleines bisschen. Wäre aber schon cool gewesen. Hätte ich viele Merchandise-Sachen und so viel bekommen. Teilweise war es aber auch schlechter gewesen. Er hat Vor- und Nachteile. Früh geboren zu haben. Es ist jetzt werden. Wie auch immer. Level 19, Sander. Freut mich. Ich glaube, Sander entwickelt sich erst ab Level 30, 40. Also genauso wie fast alle meine ganzen Teammates. Magnetilo. Ja, ich glaube, Sander wird hier eh alles rocken. Also wird hier Shilock null zu sagen haben. Magnetilo, haben wir das schon mal gesehen? Doch, haben wir schon mal, ja. Im Mondberg, glaube ich, ja. Nur leider ist Sander halt noch Level 19 und nicht so stark, deshalb dauert das ein bisschen, bis wir die besiegt haben. Ich kann es mal vorspulen, aber oh nein, komm mal. Oder ich mach den Kampf morgen. Also, ich mach morgen. Nicht morgen, das mach ich. Nächste Folge. Den Arena-Leiter kann ich natürlich auch machen. Das spule ich jetzt eben aber vor. Oh fuck! Nein! Oh nein, das wollte ich nicht. Komm, Partex. Kann mich jetzt nicht enttäuschen, okay? Danke. Partex ist halt immer verlass. Ein Kurzschluss! Ja. Ich mal ganz kurz heilen. Hä? Bist du wieder da? Das will ich aber nicht sein. Ich habe mich immer gefragt, also wenn jetzt Sars besiegt wäre, könnte ich dann noch hier raus? Die Antwort ist ja. Selbst wenn ein Pokémon besiegt ist, man kann trotzdem seine VMs benutzen. Meine Frage ist, wie macht es das, wenn es besiegt ist? Ist doch K.O. Wie setzt das denn ein? Das war für mich schon immer eine Frage. Aber naja, ist eine Tatsache. Tatsachen müssen wir akzeptieren. Ich spiele jetzt vor, bis ich unten bin. So. Immer wieder das Pokémon rausholen. Zack. Bam. Animation 10 out of 10. Und da hinten war noch ein Gegner. Genau da. Das war doch hier der. Ja, genau. Major Bob war mein Ausbilder. Also entweder Ausbilder. War sein Ausbilder? Egal. Der Gentleman hat einen Pikachu. Was denn sonst? Lass mich raten. Major Bob hat einen Pikachu? Lass mich raten, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Aber jetzt mich vorspulen, weil Pikachu haben wir so oft gekämpft. Stopp, du bist zu gut. Ach, schreien doch nicht so. Ich komme nicht durch. Und dann ist er. Wie können wir das Rätsel lösen? Ich spreche mal ein paar Mülltonnen an. Hier ist nichts, bloß Abfall. Hier ist nichts, so absolut Abfall. Abfall. Was haben wir hier? Abfall. 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 Ich sehe schon, wie es hinausgeht.
Abfall? Hey, hier ist ein versteckter Hebel. Ich werde ihn betätigen. Das erste Schloss wurde entriegelt. Jetzt das Problem, das zweite kann entweder hier sein, hier oder hier jetzt zum Beispiel. Also immer so, wenn er jetzt hier gefunden hätte, dann wäre es entweder hier, hier, hier oder hier. Ich nehme mal das hier. Das zweite Schloss wurde entriegelt. LOL! First try! LOL! Das habe ich ja noch nie geschafft. Die mechanische Tür hat sich geöffnet. Leute, Daumen hoch für diesen First Try. Alter, ich hab's richtig gelitten. Oh mein Gott, ich hab's First Tried. Wenn das kein Daumen hoch wert ist, dann weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr den Kampf sehen wollt, dann klickt doch mal auf das Link links auf das Video. Rechts die Playlist, falls ihr irgendwas anschauen wollt. Und oben kommt auf meinen Kanal, da könnt ihr gerne abonnieren, wenn ihr wollt. Haut rein, Leute, und tschüss.